Hallo und herzlich willkommen zurück bei TDU City. Es geht nun endlich weiter mit GTA 4 The Ballad of Gay Tony. Als erstes mal gerade aufs Radar gucken. Nein, so nicht. So. Wo ist unsere nächste Mission? Hab jetzt etwas länger nicht mehr gespielt, deswegen kam auch kein Video. Des Weiteren war ich jetzt im Urlaub. Und ich hatte davor keine Zeit, noch ein Video aufzunehmen, wo ich das ankündige, oder ein Video aufzunehmen, wo ich nochmal das Spiel zocke. So. Dann geht's jetzt mal gleich los. Erstmal eine Karre. Wir uns jetzt die da einfach mal. So. Los! Ey, der will seine Karre zurück. Ey, was ist los? Kriegst du nicht mehr. Tschüss. Incredible Man. Aha. Ich hoffe nur, dass jetzt das Radio und so alles besser wieder ist. Also nicht zu laut, wie... Manche sagen ja, es wäre zu laut, aber ich weiß nicht. Manche sagen es okay, manche zu laut. Ich lasse es jetzt einfach so... Also ich höre mir den Part jetzt gleich erstmal nochmal an, wenn ich den aufgenommen habe. Und entscheide dann selber, ob es gut ist oder nicht so gut. Und jetzt war gerade ein kleiner Ruckler drin, warum auch immer. Hui. So. Tony. Tony ist tagsüber nicht hier, kommt zwischen 19 und 7 Uhr. Okay. Oh, hier ändere ich nochmal die Sicht. Wow. Will ich aber nicht. Hatte ich so, ja. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt im Moment? Wo ist denn die Uhr hier? 15.04 Uhr, Freitag. Zwischen wie viel Uhr? Nochmal. Aua. Zwischen 19 und 7 Uhr, okay. Dann gehen wir gerade erstmal noch zu dieser Frau da. Weil scheinbar ist hier eine Frau irgendwo. Ja, die ist aber dann nicht hier. Sondern da drinnen. So, ab da rein mal. Hallo, wo bist du? Hä? Ist die in dem Gebäude? Wie das denn? Sag mal, was denn hier los? Oh, aussteigen mal einfach, gucken. Jo, lass mal die Tür auf. Stört ja keinen. So. Gucken. Ich sehe hier auch nichts. Der Club ist bestimmt zu. Ja, der hat geschlossen. Da muss ich wahrscheinlich wirklich erst, kann ich erst um 19 Uhr wiederkommen. Okay. Dann haben wir jetzt ein bisschen Free Time. Bis es 19 Uhr ist. Ab zurück nochmal zu unserer Karre. Da ist sie auch schon. Ey, der hat meine Autotür zugemacht. Ey, geh weg. Ich will einsteigen. Hallo, das ist mein Auto. Was gafft ihr denn alle? Lass mich doch mal einsteigen, Mann. Ja, das war gerade voll der Bug. Vielen Dank. So, wie viel Uhr haben wir jetzt? 15.48 Uhr. Oh, shit, da müssen wir noch ein bisschen warten. Nein. Boah, das war jetzt gerade echt dumm. Okay, dann suchen wir jetzt erstmal eine neue Karre. Boah, warum buggt das denn gerade rum? Oh, Entschuldigung. Ja, zu dieser Frau kommen wir nicht, weil die sehr wahrscheinlich in diesem Club ist. Dann mal gucken. Erstmal müssen wir nochmal eine Karre kriegen, ne? Eine Karre. Hier, anhalten bitte. Gib mir dein Auto. Vielen Dank. Erstmal den Sender wieder einstellen. So. Look. Ey. Immer noch nicht. Ja, wie auch. Wir könnten mal zum Waffengeschäft gehen. Wobei, wie viel Geld haben wir? Wir haben 14.300 irgendwas Dollar. Ja, wir könnten wirklich mal zum Waffengeschäft kurz gehen. Wir haben ja noch genug Zeit. Machen wir uns eine GPS-Route? Ja, machen wir. So, Waffen hier. Oh. Baustelle, verdammte Axt. Egal, wir fahren jetzt einfach hier geradeaus und dann gleich rechts. Super,
klappt super im Moment. Ich muss erstmal nochmal reinkommen in diese Fahrphysik. Das funzt gerade ja nicht so unbedingt. So. Guck, hier können wir doch auch schön rechts fahren. Ey, was ist das denn? Wenn ich jetzt hier bin, muss ich... Oh, okay, hier muss ich auch rechts. Gut. Boah, wie sich das Auto hier dreht und so. Erstmal nochmal reinkommen. So. Ja, klar, das spawnt einfach mein Auto mit den Dings drin. Wer hat denn da rumgebackt? Boah, wenn ich eine Verfolgungsjagd oder so machen muss, bin ich im Moment so aufgeschmissen, weil ich das nicht auf die Reihe kriege, im Moment hier ein gutes Auto zu fahren. Okay, vielleicht liegt es auch im Auto, aber ich glaube eher, es liegt an mir, weil ich kein Gefühl mehr gerade dafür habe. Ah, hier ist es ja. Hallo, ich bin da Peter, ich möchte hier einkaufen. Oh, ich habe die Alarmanlage ausgelöst, schnell weg. Nochmal schön hier auf dem Bordstein parken. Wo ist der Waffenladen? Da unten bestimmt, oder? Ja. Hallo. Was habe ich denn eigentlich da? Granaten, Raketenwerfer, das, das. Ich brauche eigentlich gar nichts. Voll dumm. Okay, vielleicht hat der Raketen hier. Was ist das denn? Oh, eine Schutzweste. Oder? Eine kugelsichere Weste. Ja, kugelsichere Weste schadet nie. Gut. Haben wir wenigstens die gekauft. Haben wir Raketen. Hier sind nur Pistols, hier Kleinkaliber. Was ist das denn schönes? Eine Sniper. Und das auch. Nee, Sniper mag ich jetzt nicht. Die kriegen wir, wenn wir eine brauchen. Gut. Haben wir wenigstens mal eine kugelsichere Weste gekauft. So. Zurück in meine Karre. Ey. So. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben 17 Uhr. Da können wir ja gleich mal zurückfahren zum Tony. Tony, da. Oh, ist zwar Frau markiert, aber egal. Okay, wir fahren mal im GPS nach, auch wenn es bestimmt voll unnötig ist. Ja, ist es auch. Egal, wir müssen ja noch ganze anderthalb Stunden in der Spielzeit hier warten, bis wir die Mission machen können. Hui. So. Das ist auch... Einfach mal die Musik hier ein bisschen genießen und ein bisschen rumfahren. Ich weiß gerade nämlich nicht, was ich sagen soll, weil ich hier zu dieser Mission einfach gerade nur fahren will. Oh, das Lied ändert. So ein Mist. Also da so. Recht. Oh nein, ich will doch gar nicht zu der Frau. Egal, wir fahren trotzdem mal hier lang. Oh, sorry. Oje, voll drüber gedrived. Jetzt habe ich den Stadtteil nicht gesehen, wo wir sind. Egal. Oh, er kommt schon der Krankenwagen. So, wir wollen aber um zum Tony. Oh, das ist auch mal eine coole Karre, ne? So, wie viel Uhr haben wir? 18.09 Uhr, da brauchen wir noch ein kleines bisschen. Da fahren wir mal um den Block noch, oder? Jo. Hui. Bisschen unnötig Benzin verbrauchen. Ey, die Handbremse hier ist ein bisschen stark. Das vergesse ich jedes Mal. So, da vorne muss ich wieder rechts. So. Hui. Boah, ich dachte, jetzt schaffe ich es mal um die Kurve. Nein, ich bleibe an diesem Pfeiler da hängen. So ein Mist. Hallo. Und nochmal da lang. Danke. Ich will zum Tony. Ich will die Mission machen. Ah, jetzt geht's. Cool. Chinese Takeout. Hey, man. Hey, bro. Tony in? Yeah. Die können aber toll tanzen hier.
So, jetzt gehen wir mal Tony suchen. Maury, no, I got the money. Seriously, that's not the issue. No, I just want to make you happy. Is there anything else my team can do for you? No, we do events, parties. No, anything you like. Just give it a think. All right, bye-bye. What a dick. What's up, D? Oh, I don't want to think about what's up. Come on, there's something I gotta take care of. All right, think, think. Ah. Hey, Mr. Tony! You remember me? Of course, my business partner, Mr. Lopez. Yusuf Amir, what is up, homie? Not much. Hey, you guys want to join us maybe for a bit of this or a bit of that? We'd love to, but we gotta go deal with some business. Okay, good. Good seeing you. Yeah. Take care, huh? Whoa. And if you ever want to talk about franchising this place, huh, just give me a call. We will. We absolutely will. Let's go. I'm in the mood, baby. Ya wallahi, ha, ha, wallahi, ha. Ah, dieser Yusuf da, der ist lustig. So, gerade nochmal das Kabel anders legen. Perfekt. So, steig in Tonys Wagen. Wo ist meine Karre hin? Die hat gerade noch hier gestanden. Egal, fahren wir halt mit deiner Karre wieder. Die ist sowieso besser wahrscheinlich. Bringen Tony zu Dragonheart Plaza. Dieses andere GPS-Ding mache ich mal gerade. Boah, mache ich gerade mal aus. Das irritiert nämlich nur, wenn das Grün die ganze Zeit die andere Richtung zeigt. Just in case. No, this is some sci-fi shit. I know a guy who gave me a deal. What can I say? It helps to be prepared. What are we doing in Chinatown? Take a guess. Another job for that Rocco. Oh yeah? That moron pal of yours. After what happened at the driving range, we still owe that wrinkly fuck? I've done a lot of dumb things in my life, Luis, but none of them were dumber than borrowing from those bricks. Really, though? Because you've done some real dumb things. I mean, you're still going out with Evan. This is serious. The fucking mafia. Even if we did have the money to pay them back, they wouldn't take it. They're gonna ride us into the ground. But you don't have the money, do you, though? Hey, what about that thing in London? That gonna pull us through this? Didn't I tell you? Shit, London ain't happening. And I wouldn't travel to that side of the pond anytime soon if you were thinking about it. Fuck, bro. Thanks for keeping me in the loop. Again. So, fertig gelabert haben sie mal. Jetzt kann ich auch mal wieder was sagen. Nur ich weiß gerade nicht was. Ah, wir sind ja fast am Ziel schon, dann ist halt egal. Da kommt eh gleich wieder eine Videosequenz. Dieses Abbremsen ist so gut, ey. Mein Pferd volle Pulle. In that case, I guess my brother is in good hands. You take care of that prick. It seems the definition of family loyalty differs in your country. The marketplace has a value for everything, and I guess that a disloyal Jew bastard ain't worth shit to me. Brother or no brother. Such are the heady joys of consumer capitalism. A system that's flaws are becoming increasingly evident. That's right, I forgot. You little yellow people are commies too, huh? Both sides of the fence? You know, I grew up watching Your Kind getting killed on the TV. Hell of a show. I'm sure, but perhaps the show wasn't as much fun as the reality of that war. Perhaps not. Now I bid you farewell, sir, and don't do all that smack at once. On second thought, you know, go ahead. Do. Boo. Hey, watch it, you greaseball fuck. I apologize for our associate's uncouth manner. I can only say that our partnership with him is one of necessity, not volition. Please, you must be the famous Tony Prince. Notorious, maybe. It's Luis Lopez, my business partner. Hey. Mr. Pelosi has led me to expect much from this meeting. Ah, yeah, about that. Rocco has a tendency to promise more than he can deliver. So that must have been weaned too early. Yeah, well, not weaned at all. As you can see, we are already behind schedule on this project. We need you to, how do I put this, to clear things with the planning department and to ease some licensing troubles. Hey, look, we're not lawyers, okay? We run nightclubs, pretty badly, too. We got enough trouble keeping the licenses on our own clubs, okay? We don't do licenses. Before I was being polite, Mr. Lopez, but I do not have to be. Mr. Pelosi made it clear that you
are not in a position to choose who you help and who you do not. Yeah, well, that kid's got a big mouth, okay? And he ain't in no position to be writing checks for us, okay? We are not going to be able to help you. Period. Let's go, Tom. Sorry to waste your time, Mr. You are not going anywhere until we have an arrangement. No, I'm afraid we are. There is no arrangement. You got a problem? Take it up with your boy Rocco. You are not negotiating column inches and bar tabs, you insolent fuck! We are serious people! Really? Yeah, really! What is wrong with you? I was supposed to be the irrational idiot with the anger issues. I got anger issues, okay? The guy threatens to shoot me because I can't arrange a liquor license for him. Please, give me a break, D. Oh, God. Oh, they're coming for us. Richtig so. Hat er verdient. Oh, was hab ich noch für eine coole Waffe? Oh, das ist falsche. Rot. Oh, so. Die wollte ich ja eigentlich. So, kommst du bitte? Hallo. Tschüss. So, wie gehe ich hier nochmal aus der Deckung? Oh, hier jump ich. Voll gut, mir wird immer noch die Controller-Steuerung angezeigt, obwohl ich gar keinen mehr angeschlossen habe. Ja, ne, ernsthaft. Drücke R, um nachzuladen. Q, gehe ich in Deckung, gut. Das habe ich vergessen. Tschüss. Nicht mit mir, Kumpel. Ich kann ja auch mal diese kleine Uzi da ausrüsten. Habe ich überhaupt? Ist das die? Nee, das ist was ganz anderes. Ich habe gar keine. Okay, dann behalte ich die. So. Da ist noch wer. Habe ich voll übersehen. Perfect, just perfect. Okay. Wir sind gut, wir sind verdammt gut scheinbar. Hey ho, let's go. One shot, one kill. Double kill. Was hat er denn da? Auch eine Schrot, ne, brauchen wir nicht. Haben die keine Muni für mich? Benutzen nur diese Kackmaschine. Oh, der hat mal Muni gehabt. Oh, das ist toll. Aber die anderen benutzen fast nur so Uzi-Kacke. Falsche Richtung. Meine Fresse. Danke. Tschüss. Ist da noch wer? Nö. Da hat keiner mehr zu sein. Sagen wir es so. So, da steht bestimmt sowieso jetzt wieder einer, da kommt sogar, ja. Tschüss, ich sag dir tschüss. Ja, war nett, dich zu sehen, finde ich auch. Tschüss. Ah, da sind sowieso wieder welche. Granate. Ja, bleib mal hier kurz stehen, die explodiert ist. Tschüss. Er muss doch noch bei sein, da. Lebt er? Ja. Jetzt nicht mehr. Da hinten sind noch Gegner. Die sehe ich doch auf dem Radar. Ja, das bringt sehr viel, ey. So. Ey. Was macht denn der da? Die Steuerung ist manchmal ein bisschen schwammig auf der Tastatur. Tschüss. Komm her, versteck dich da nicht so. Das darf nur ich machen. Das ist mein versteckt. Naja, dann mach ich mal den nächsten Part an. Bis gleich.